Ein neues Klöppelbild wurde am Dienstag auf Schloss Schwarzenberg vorgestellt. Es soll zukünftig die Brautpaare begrüßen, die sich hier im Festsaal das Ja-Wort geben. Der Blickfang entspringt einer gemeinsamen Idee der Schwarzenberger Standesbeamtinnen und der Klöppellehrerinnen der Volkskunstschule. Mandy Lange, Magdalena Richter und Steffi Schneider haben in 180 Arbeitsstunden die Spitzenleistung verwirklicht. Nun muss nur noch der Rahmen aufgearbeitet werden. Dann können sich die Gäste des Schlosses, die hier vorbeikommen, am Bild erfreuen. Neben Brautpaaren sind das auch Musikschüler und Gäste diverser Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr wurden auf Schloss Schwarzenberg 160 Ehen geschlossen.